Was geht ab, Manusi-Fighter Hoser hier, und es geht los mit unserem Let's Play zu Super Smash Bros. Ultimate. Ich bin echt drauf gespannt, was jetzt abgeht, Freunde. Wir werden die Story auf jeden Fall genau das. Oh! Intro lassen wir auf jeden Fall laufen am Anfang. Die Musik ist sehr cool von dem Intro. Wir werden auf jeden Fall die Story Let's Play, Freunde. World of Light. World of Light. Anyway, das werden wir gleich sehen. Es wird richtig geil. Ich habe richtig Spaß. Was heißt Spaß? Ja, Spaß. Ich freue mich richtig drauf, sag ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Let's go. Oh, alle sind am Start. Alle sind am Start, Freunde. Sonic, Ice Climbers, Pac-Man. Yay. Little Mac. Intro muss auf jeden Fall laufen, Freunde. Das muss immer so sein. Oh. Okay. Ah, es sieht so clean aus. Oh, Ridley, auf Ridley bin ich auch gespannt. Oh! Splatoon, ich glaube, die Splatoon-Charaktere haben auch was drauf. Die haben, glaube ich, auch was richtig drauf. Oh, der Smash. Wie lang ist es her, Freunde? Smash! Oh, YouTube. Geiles Intro, aber geht einfach gefühlt 8 Jahre gerade. Oh, schon geil. Gänsehaut-Feeling. Oh! Jetzt, let's go! Software verfügbar, Version 1, genau das. Dankeschön, ciao. Die Brennerpflanze als Frühgabe-Bonus herunterladen. Mach mal. Kommt aber erst am Februar, die Piranha-Pflanze. Teddy erhalten, lol, okay. Das sind so Sticker. Jetzt, Freunde, Smash! Und zwar gehen wir erstmal direkt zum neuen Spielmodus. Neuen Spielmodus Abenteuer, richtig, Freunde. Das werden wir letztes Mal auf jeden Fall hier an der Stelle. Soll aber nicht heißen, dass wir auf jeden Fall auch außerhalb davon schon kämpfen, etc. Das werden wir tun. Na, machen wir auch nochmal in den Streams, Freunde. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Jeden Montag wird diese aktualisiert. Haltet auf jeden Fall einen Blick drauf oder auf Twitch oder auf Discord. Let's go jetzt! Don't let a single one get away. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. Alter, now or never, ohne Spaß. Deine Armee vom Meister entschickt Kira, sich an, eine neue Welt zu schaffen. Alle Kämpfer, alle ihre Geschichten. Oh! Haki? Ihr habt Gänsehaut, ohne Spaß. Wurden von der Macht des Lichts verschlungen. BD? Oh. Oh. Falk. Oh mein Gott, die werden. Oh. Oh, ey. Guck mal, die wollen so. Ah, shit. Hallo, Tena. War wohl nichts mit deinem Schilding. Aber Snake. Alle wurden erwischt, Freunde, alle wurden erwischt. Und es ist unsere Aufgabe, sie wieder zurückzuholen. Denn Kirby! Oh, Escalation. Oh. Debates from Kirby. GG. So viel dazu, RIP.
Die ganze Galaxie war nur in Kiras, war nun in Kiras Hands. Kyra, Kiras, wie auch immer sie ausspricht. Alle Kämpfer waren gefallen. Doch. Jene, die verblieben, verloren ihren Körper und wurden zu Geistern. Geister kann man sammeln. Kirby, Freunde. Kirby hat's überlebt. Kirby! Oh, miau. Süß. Ich bin gespannt. Ich hoffe, nur einer hat die überlebt. Ich hoffe, so Cutscenes kommen über den ganzen Abenteuer. Ich bin Fan von sowas. Vom Supreme-Emissär zu euch auf der Wii war richtig, das war richtig geil. Ein Funke der Hoffnung, hell leuchtend im Chaos. Kirby it is, Freunde. Kirby it is. Super Smash Bros. Ultimate, Stern der irrenden Lichter. Stern der irrenden Lichter. Okay. So sollte die Story heißen. Oh. Das ist ja wie ein Film, sag mal. Uff, was geht jetzt? Golden Mario, Freunde. Golden Freezer war gestern. Kira schuf Kopien jener, die vergeblich gekämpft hatten. Ah, und das ist sein Geist quasi, die Seele. Und ließ die Geister sie wie Marionette lenken. Okay, das ist nicht die von Mario, sondern ein anderes. Anderer Geist, der jetzt quasi die Puppe lenkt. Alles klar. Smash! Eine Armee von Schergen, die in die Ruinen der Welt hinauszog. Wer sollte die Geister aus Kyras Band befreien? Ja, jawohl, Kirby. Wer sollte die besiegten Kämpfer retten? Wer? Sag ich. Kirby, fass dein Herz und wage den ersten Schritt. Kann ich jetzt schon laufen? Boah, das ist ja krank, wenn ich hier laufen könnte. Nee, leider nicht. Okay. Nochmals willkommen, Freunde, zum letzten zu Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate und. Das sieht schick aus. Das sieht schön aus. Das sieht doch sehr schön aus. Das sieht cool aus. Ganze Karte. Okay. Neigen. Aha. Das haben die cool gemacht, finde ich. Menü, was geht so im Menü ab? Gruppe. Ah, wir haben noch niemanden Kämpfer, ne? Ich muss gerade die ganzen Sachen abchecken, Freunde, das mache ich immer. Okay, wir haben nur Kirby, legit. Wir haben bis jetzt nur Kirby. Aber ich finde das viel geiler, dass man die Charaktere erst freischalten muss. Das habe ich echt genossen damals. Bei den Spielen. Geister, Wissensbaum. Okay, Wissensbaum. Wir werden wahrscheinlich... wahrscheinlich können wir skillen, etc. Okay, wir werden da schlau auf jeden Fall. Lass mich ganz kurz einen Blick in die Optionen werfen, Freunde. Schwierigkeitssteuerung, Katalog. Andere speichern. Ja, okay, das passt alles. Okay. Gut, Freunde, dann machen wir uns mal auf zu unserem ersten Abenteuer und wir kämpfen halt immer gegen Geister quasi, oder? Als Kyra Essenz des Lichts die Körper aller Wesen raubte, wurden diese zu Geistern. Nun sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen dich anzutreten. Die falschen Kämpfer, in denen die Geister eingesperrt sind, heißen Duplikämpfer, okay? Jeder Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien, alles klar. Dein Primärgeist verstärkt deinen Angriff und deine Abwehr. Du musst stets zuerst einen Primärgeist anlegen. Heißt, diese Geister, die können wir quasi anlegen, dann bekommen wir einen Boost, um es einfach zu sagen. Okay, Kampf, anpassen, können wir schon mal anfangen? Haben wir schon Geist? Geister? Primär? Wir haben den Boy bekommen, Teddy, okay. Details, guck mal, können wir reingucken? Nee. Was gibt Teddy? Power, bla bla. Ich glaube, 995 Stärke sollte Teddy geben und 663 Verteidigung. Das sollte so sein. Und Sub haben wir noch nicht. Okay, wir haben keine Sub-Geister. Okay, dann auf den Kampf. Let's go. Gegen Mario erstmal. Mit dem Geist Dilabovo. Alright, okay. Oh mein Gott, ist es das Smash Brothers? Oh, cool. Okay, falsches Spiel war das. Oh mein Gott, Freunde, ist gerade. Was? Warte mal. Was ist das? Der ist jetzt Metal. Oh. Bam! Ich habe noch nie mit Kirby gespielt. Sehr selten habe ich mit Kirby gespielt. Aber gib mir die Waffe. The Dodges! Ow! The Spam! Was leuchtet da die ganze Zeit so auf?
Bam! Raus mit dir. Oh, der ist doch klar. Oh. Smash! Oh nein, ich wollte... Junge, raus mit dir. Friss das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir den zerfetzt? Ja, haben wir. Was? Geister, die du rettest, schließen sich dir an. Jeder Geist ist besonders und verleiht die Kräfte und Gaben, die dir im Kampf helfen werden. Okay. Subgeister sind Geister, die du in Verbindung mit einem Primärgeist einsetzen kannst. Die meisten Primärgeister haben ein oder mehrere Plätze für deine Subgeister. Alles klar. Jeder Subgeist hat eine besondere Gabe, die dir helfen kann. Schau dir gut an, was dein Subgeister können und wähle die passenden Geister für deine Kämpfe. Okay, da seht ihr die Beispiele. Laserschwert, Schäbel und so und so fort. Ich glaube, Mario Sen hat eben diesen Metallanzug. Dann können wir einen anderen. Ja, das können wir jetzt. Können wir. Ah, ich bin so geil, Freunde, ist geil. Lasst mich auf jeden Fall wissen, Smash Brothers, wie war eure Erfahrung an sich mit Smash Brothers Evoli? Oh, die Musik. Ich habe angefangen natürlich mit Melee. Melee! Ah, was ist natürlich viel. Oh ja, Smash Brothers 64 hat sich nicht. Mit Melee habe ich angefangen. Und der plus Unira, okay. Fährt bei einem Stacheln aus. Nehmen wir mal einfach mal Zuggeist, let's go. Oh, geil, 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 richtig geil, richtig geil. Ah, oh, Evoli. Also, Evoli ist der Geist von Yoshi. So. Ich bin bereit. Ah, okay, guck mal. Oh, oh. Ah, unser Geist hat uns quasi so Stachel gegeben und er hat mit Evoli geschaut. Ich kann nicht reden, das Spiel ist so geil. Oh, oh, nein, 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 nein. Kämpfe ich gegen zwei Stück? Oh, Shy Guy. Oh, Mau. Scheige hat mir geholfen. Oh, miau. Ah. Nice, nice, nice. Also vom Feeling her, es fühlt sich echt schön an. Fühlt sich echt an wie immer. Ich spiele beide mit GameCube Controller Wireless. Es macht Spaß, Mann. Es macht auf jeden Fall Spaß. Falls ihr Super Smash Bros. Habt, lasst mich auf jeden Fall wissen. Ultimate natürlich. Wie weit seid ihr? Oder habt ihr auch Spaß an dem ganzen Game? Ich bin... Also wir haben gerade angefangen, aber... Ich mag sowas, Freunde. Ich mag solche Modi auf jeden Fall. Anpassen? Nee, wir kämpfen weiter einfach. Ich mag solche Modi auf jeden Fall. Wenn man so auch storytechnisch etwas machen kann, etwas farmen kann, vor allem die Charaktere freischalten. Das hat mir damals übertrieben Spaß gemacht. Charaktere freischalten, finde ich, gehört zu Smash dazu. Okay, wir behalten mal unsere Stacheln. Oh. Oh, die Musik ist geil hier. Animal Crossing. Mäu. Olle, jetzt bin ich auch Pummeluff. Pummeluff! Oh, man kann es aufladen. Perfekt! Oh. Oh, mein Herz. Schlaf weiter, schlaf weiter. Ja, ansonsten glaube ich, viele wissen, wie Smash funktioniert, oder? Wenn nicht, wenn du je öfter du den Gegner angreifst, je mehr Schaden bekommt der Pummeluff, hat zum Beispiel gerade 82%. Und je höher sein Schaden ist, desto weiter fliegt er von der Arena. Und Ziel ist es, die Gegner von der Arena zu werfen, quasi. Komm hoch. Oh. Bam. Raus mit dir. Raus mit dir. Richtig geil. Richtig geil. Okay. Item Magnet bekommen wir. Zieht Items in der Nähe an. Ah, okay. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ansonsten bekommen wir so Lernjuwelen. Die bekommen wir wahrscheinlich, um uns zu skillen. Was in diesem Attributsystem nächstes einfach mal ganz spontan gesehen haben am Anfang. Ey, geil, 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 geil. Geil. Oh, und jetzt? Oh, gegen Mario, lass uns mal speichern, komm. Lass mal speichern. Option hier was, ne? Speichern. Also immer speichern, ich vergesse mal. Ja, mach das vor. Speicher auf jeden Fall mal. Ansonsten. Mario. Entführte Kämpfer sind die Vorlage für alle Duplikämpfer. Sollst du einen finden, den dann fordere ihn zum Kampf heraus, bis du siegreich schließt, der Kampf sich dir an. Geil. Sehr cool. Freunde, ich bin mir sicher, also es... Also Smash ist immer so gewesen. Man kann zum Beispiel die Charaktere jetzt, haben wir das eben gelesen, eben aus der Story freischalten. Aber ich bin mir auch sicher, dass man sie auch freischalten kann, indem ihr einfach kämpft. Heißt, ihr müsst unbedingt diese Story machen, um die Charaktere freizuschalten. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass man die Charaktere... Boah, was ist das? Das muss wegen einem Geist sein. Ich bin mir auch sicher, dass du vom Kämpfen, allein vom Kämpfen Charaktere freischalten könnt.
Oh, lecker, Wasser. Habe ich mich davon gerade geht, oder was? Ich dachte, sie hat ihn gepackt. Oh, Schildi! Komm, Kirby, es geht ab. Oh, was? Ey, ich hab mit Kirby nie gespielt. Wie krank bist du in der Luft? Jetzt aber. Lol, der liegt einfach. Oh mein Gott. Oh nein. Nein, nein. Bitte? Hör auf. Was ist das? Ah, ich hab Ulti. Oh, lol. Da hab ich die Ulti bekommen, da hab ich die Ulti bekommen. Krass. Ja, bin ehrlich. Yeah, Mario, ich hab's nur mit. Korrekt, korrekt, korrekt. Sehr schön. Geil. 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 Um deinen Kämpfer zu wechseln, öffne das Menü und wähle die Option Gruppe. Mach ich auf jeden Fall, weil Kirby habe ich selten gespielt. Aber Mario schon ein bisschen mehr. Let's go. Obwohl Kirby wirklich ein starker Charakter ist. Das sind nochmal zwei Gegner, oder wie? Wächter! Okay, lass mal mit Mario spielen, komm. Kämpfer. Nehmen wir Mario an der Stelle. Hier, genau, Mario, let's go. Mario! Start. Aber Sache ist, muss ich die Geister für ihn auch anpassen? Oder ist es für jeden Charakter? Okay, nee. Ist für jeden. Kaffee mit Unira. Zieht Items in der Nähe an. Ich nehme mal das hier. Let's go. Haben wir von dem was Neues bekommen? Evoli! Details? Ah, okay. Jetzt, ich würde gerne wissen, was Evoli macht, aber... Das ist mein Primärgeist. Okay, okay. Verstehe, aber... Ah, die geben ja Boost. Die geben ja Boost. Ah, ja, ja. Also, den haben wir schon ein bisschen gelernt. Er gibt 1366 Teddy. 910 Verteidigung. Evoli. Ist das? Wir lassen einfach mal Teddy. Wir werden auf jeden Fall schlauer. Okay, let's go. Beim Spielen wäre mir schlauer, sicherlich. Alright, nochmal weiter. Gegen Wächter. Boah. Die Musik, oh mein Gott. Bitte? Breath of the Wild? Gegen Rob. Riesen-Rob, okay. Der Gegner hat super Rüstung an. Haha! Oh yeah! Oh, hier war Luigi, aber... Let's go! Wohin, Junge, ich bin hier. Oh, her mit den Stones! Her mit den Stones! You know this? Maria! Wie geil! Oh mein Gott, wie geil! Okay, das müssen Kämpfer sein, ne? An jedem Wege steht ein Kämpfer, doch retten kannst du im Moment nur einen. Welchen holen wir? Marth? Uff, Marth. Bewohner! Stieg. Ganz ehrlich. Wir werden noch so viel zu tun haben. Ich würde gerne Marth holen. Ich habe nämlich gerne mit Schwertkämpfern gekämpft. Lass es Marth holen, ja. Ja, die Primärtypen. Ja, Griffabwehr. Jede Primärgeist hat einen. Ah, Primärgeist am Typen, okay. Angriff, Abwehrgriff oder neutral, okay. Abwehrzeugsfoto, ja, okay, kennen wir. Ja, Angriff gegen Abwehr, Abwehr gegen Griff, okay. Quasi wie Feuer, Wasser, Pflanze und 1 neutral, okay, alles klar. Ach so. Ah. Guck mal, sein Geist ist von Angriff. Haben wir einen Abwehrgeist? Primärgeist.
Evoli war neutral. Nee, eigentlich wäre es besser. Ja, okay, nee. Ah, okay, dann macht es Sinn, die Geister zu wechseln. Hätte ich einen Abwehrgeist, würde ich einen Abwehrgeist nehmen. Hätte mir Vorteil. Ich gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Das ist geil, dass man gerade den befreien muss. Okay. Oh. Ich habe auch sehr lange nicht mit dem GameCube-Controller gespielt. Eigentlich spiele ich Link gerne mit Pro-Controller. Aber ich habe für die Wii Switch noch mir keinen Pro-Controller zugelegt. Aber mach nichts. Mit dem GameCube-Adapter kann ich auch spielen. Perfect! Aktiviert es. Nice. Ah, schade. Oh. Nein. Oh nein! Timing ist alles in Smash, Freunde. Timing ist alles. Smash! Orle! Geil, Marv. Mit Marv würde ich gerne kämpfen. Marv ist cool. Wie geil. Jetzt Lernjuwelen helfen dir im Abenteuermodus. Öffne das Menü und anschließend den Wissensbaum. Dort kannst du dir damit nützliche Fähigkeiten sichern. Alles klar. Ich hoffe, das gilt aber für jeden. Aber es sollte so sein, auf jeden Fall. Okay, checken wir uns mal auf jeden Fall hier das ab. Und Marv, euch. Mit Marv will ich auf jeden Fall. Meisterhand. Ah, der hat die verschlossen. Okay. Oh, wie nicht schlecht. Hier Wissensbaum. Lass uns erstmal das hier abchecken. Genau, hier Standardangriffe. Und zwar Preis ist, ihr seht das nicht, aber wie soll ich es euch am besten? Andere Richtung oder so, dankeschön. Hier, bam. 10 Stück. Mit 10 können wir das freischalten, das können wir mit 15 angreifen. Was bekommen wir? Starke Angriffe, versteckt einen starken Angriff leicht. Alles klar. Und ja, das versteckt es um. Ja, auch leicht. Okay, schalten wir mal das ein. Aber lange Gebiet halten. Okay, das haben wir aktiviert. Wir haben jetzt nur noch 5. Hm, okay, können wir nicht mehr weiter aktivieren. Okay. Ja. Genau so läuft das dann. Gruppe, genau. Lass uns mit Marv kämpfen. Genau. Richtig geil auf jeden Fall. Der Ansager ist so geil, wie der schreit. Marv! Alles klar. So, und zwar... Charlotte Olin. Oh, Zelda. Let's go. Da steht auch die Kampfinfo dran übrigens. Bin bereit, ja. Wer ist das, Alter? Oh, Alter! Geh doch runter, Marv, hallo! Hä? Sag mal! Gedodged. Boah, okay, nice, nice, nice. Charlotte Olin. Geil, geil, ist geil, ist auf jeden Fall geil. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass so Cutscenes aber auf jeden Fall noch kommen, ne? Wenn wir so von Stage zu Stage gehen. Ist ja auf jeden Fall geil. Und jetzt ist. Ah, schau mal, hier geht's weiter. Wow, wir können runter. Oh mein Gott. Okay, da ist gespielt. Okay, da. Ah!
Das haben die ganz, ich finde, das haben die übertrieben cool gemacht. Was sagt die dazu? Ich finde, das haben sie sehr schön gemacht. Mit dieser 2D-Map, dass man da rumlaufen kann. Okay, im Endeffekt ist ganz simpel, du kämpfst einfach nur gegen Gegner. Okay, warte. Ah, guck. Oben rechts sind zwei Pfeile nach oben, heißt, sie haben einen Vorteil gegenüber uns. Deswegen lass mal Teddy hier wegtun. Und wir tun mal Evoli drauf, let's go. Ah, sie hat sogar zwei Slots. Waffenresistenz, weniger Empfangsschaden durch Nahkampfwaffen. Okay, das nehmen wir. Ah, der nimmt zwei Slots ein. Ah, die Sterne, stehen die Sterne für zwei Slots? Ah, nee, guck mal, rechts in der Ecke. Das sind zwei. Das zwei Slots einnimmt, die haben unten rechts jeweils eins. Okay. Freunde, lass uns für diesen Part noch diesen Kampf machen und dann... Ey, Riesenkönig, da machen wir für diesen Part Schluss. Nehmen es dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Ja, das wird auf jeden Fall witzig. Oh! Ja, was jetzt? Was? Der hat mir einen Hieb verpasst. Lag das daran, dass Evolu so schwach ist, oder was? Im Level. Was? Guck mal. Ah, es kann echt sein, dass er an Evolu liegt. Leute, die haben sogar so jetzt so 29,2 und so Schaden nehmen die. Komm mal, Schatz, komm mal. Kann echt sein, dass an meinem Geist liegt. Also ich will es nicht rausgehen, aber. Kann schon sein. Nein! Was? Dieser König DDD, was ist mit dem? König DDD. Bitte? Dieser DDD. Nein, ich hab's gedodged. Der Psycho! Hallo, ich hab doch hochgedrückt! Wartet mal. Da stimmt was nicht, wartet mal. Das kann es doch nicht sein, Graf, König DDD. Ja, siehst du. Einfach ein bisschen austricksen. Freunde, so viel zu diesem Part würde ich sagen. Das war aber auf jeden Fall echt Spaß. Lasst uns hier Schluss machen und dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen auf jeden Fall. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns dann im nächsten Part in unserem Abenteuer auf Super Smash Bros. Ultimate. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.